Hallo bei Classic TV Library, ich bin Fridolin Meinl. Gibt es außer uns noch anderes Leben im Universum? Bis heute ist das ein großes Mysterium und zahlreiche Wissenschaftler und Hobbyforscher beschäftigen sich damit. Doch was hat das eigentlich mit dem zweiten brandenburgischen Konzert von Bach zu tun, werden Sie sich jetzt vielleicht fragen. Nun, sagen Ihnen Voyager 1 und Voyager 2 was? Wer jetzt an Raumschiff Enterprise denken muss, liegt gar nicht so daneben. 1977 startete die NASA zur Erforschung des Alls die beiden Raumsonden Voyager 1 und Voyager 2 und an beiden wurde die sogenannte Voyager Golden Record angebracht. Diese enthielt, oder besser enthält, denn sie soll eine Haltbarkeit von mehreren hundert Millionen Jahren haben, Informationen über die Menschheit, falls eine der Sonden in die Hände oder was auch immer dann zutrifft, von extraterrestrischen Wesen, also Außerirdischen viele. Und wenn diese Wesen die Platte mit Hilfe der mitgegebenen Anleitung tatsächlich lesen können, hören sie dann zum Beispiel das. Falls Sie als irdisches Wesen auch Gefallen daran finden, kann ich Ihnen diese Aufnahme des zweiten brandenburgischen Konzertes mit Karl Richter und dem Münchner Bachorchester nur wärmstens empfehlen. Schauen Sie in unser Archiv. Bis zum nächsten Mal und alles Gute.